Hi Leute und herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe von Flirt Music. Heute ganz special only for you. Ich bin Lexi und eins kann ich euch schon mal verraten. Es wird euch umhauen, denn heute haben wir was ganz Besonderes auf dem Plan. Und zwar sowohl tollste DJs der Welt, aber auch melodische Sounds und natürlich ganz harte Elektrobeats. Ja, seht ihr was selber zu. Es geht los. Unsere Reporter sind immer auf der Suche nach neuer Musik, auch wenn sie dafür mal nach Prag fahren müssen. Die tschechische Hauptstadt ist die weltberühmte Pilgerstätte für alle Fans von elektronischer Tanzmusik. Jedes Jahr findet hier eines der größten und heißesten Events, die Transmission, statt. Welcome on Transmission in Prag! Special for Floyd! Transmission, das größte reguläre Indoor-Festival für Transmusik in Europa. Seit 2006 werden hier die besten DJs eingeladen sowie die neueste Veranstaltungstechnik ausprobiert. Das Festival lockt in diesem Jahr mehr als 10.000 feiernde Besucher an. Viele haben den weiten Weg nach Prag nur wegen der Transmission auf sich genommen. Transmission ist ein super Festival und wir kommen jedes Jahr wieder. Wir sind aus Frankfurt, Deutschland. Sehr geil hier. Auf jeden Fall. Geile Party, die gibt es in Deutschland nicht so geil wie hier. The party is amazing, it's really good music, it's great people and really good environment. And this is Prague, man. It's awesome. It's really awesome. Headliner auf diesem Event war der in Hessen geborene Markus Schulz. Markus Schulz, im Alter von 13 Jahren ging er in die USA, macht Musik seit 1998 und erhielt 2012 bei dem America's Best DJ Award den ersten Preis. Mit seinen Progressive Beats versetzte er das tanzende Publikum in Ekstase. Viele andere DJs aus den Niederlanden, England und den USA sorgten für eine grandiose Stimmung in dieser Partynacht in Prag. Ja, das war's auch jetzt mit Transmission in Prag. Und zum Schluss noch einen ganz heißen Tipp von mir. Tanzen, tanzen und nochmal tanzen zu werden, es macht einfach riesig Spaß. Trance music for me is basically very easy. It's if you combine good beats with a good melody. It's not just a steady beat just going up and up and up. You have to have a good melody, you have to have a good drop, you have to have just a good set of beats. If you combine all those three, you got trance.